Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Journeymans. Wir haben hier noch eine Änderung, die wir machen können. Wir setzen auch mal das alles um. Dann gehen wir ins Spiel. Mal schauen, ob wir hier etwas reißen können, wenn wir mal noch auf den Co-Trainer hören. Vielleicht kann er uns noch helfen, hier einige Kniffe anzuwenden, die unser Spiel verbessern. Wir haben aktuell keinen großen Ballbesitz. Amodio, Kadri, dann weiter Ball vom Gegner. Welpes, Amodio, Olesen auf Kadri, der in die Mitte da steht, aber niemand. Antunes, Moraes und dann Costa ohne Probleme hier. Und dann gibt es den Elfmeter, wieder nicht gut gelöst von uns. Fernandes tritt an und hier hat Welpes dann keine Chance. Springt in die falsche Ecke und somit sind wir schon wieder 1-0 hinten. Moraes, Almeida, Helles. Auf Almeida, der kommt da aber nicht dran. Der Gegner schon wieder im Angriff. Gomez, Barrere. Und Webbes hält diesmal sicher. Spielt auf Helles. Der macht ihn mit dem Kopf. Joey Helles mit seinem ersten Saisontreffer. Hat eigentlich nur einen dreien Abschluss, aber Welpes macht hier den weiten Abschlag über die Verteidigung hinweg. Und dann Helles kommt einfach mal dran und überlobt so den Torhüter. Sehr schöne Aktion. Wir maßregeln aber die Mannschaft trotzdem mal. Einfach, dass sie nicht selbstzufrieden werden. Almeida, weiter Ball. Barrer, Gomez, weiter Ball kommt nicht an. Almeida, Olesen verliert dann den Ball, aber zum Glück geht er neben das Tor, beziehungsweise Welpes war noch dran. Welpes kommt raus und hat den Ball sicher. So, wir ballen mal die Fäuste, beziehungsweise wir zeigen mit dem Finger und alle scheinen glücklich zu sein damit. Lassen mal wieder durchlaufen, mal schauen, wie die Mannschaft das ganze Spiel durchhält. Oh, gute Möglichkeit. Aber dann trifft der Gegner nur den Pfosten, glücklicherweise. So, Freistoß kann Gamba neben das Tor, Glück gehabt. Ein Punkt wäre natürlich wichtig, da unten auch schon wieder gepunktet wird. Fernandes auf rechts. Spielt in die Mitte, können wir fürs Erste klären. Dann Weitschuss. Wir wechseln trotzdem mal. Die Stürmer kommen raus. Gängler kommt mal rein für Olesen, der nicht so ein gutes Spiel gemacht hat. Gomez kommt auch noch rein. Dann passt es so. Haben wir unsere Innenverteidigung und unser Sturm einmal ausgewechselt. Und wir holen uns wieder einen Punkt. Das war wirklich schon mal gut, wieder einen Punkt zu holen. Das ist sehr wichtig, hier wieder Punkte zu holen.
Medenach ist jetzt nicht mehr Tabellenerste. Hundertneunundsiebzig Zuschauer waren im Stadion. So kann es natürlich weitergehen. Auch diese Sitzung bringt wieder ein bisschen bessere Stimmung in die Mannschaft. So, dann geht es ins Spiel gegen Medenach. Da machen wir natürlich wieder das Gleiche wie vorhin. Wir lassen den Co-Trainer einmal entscheiden. Wir sind deutliche Außenseiter diesmal. Wang Peng hat gut trainiert noch vor dem Spiel, das ist gut. Dann nach diesem Medenach-Spiel geht es gegen den Tabellenletzten um alles oder nichts. So, das setzen wir um, das setzen wir um, das setzen wir um, das, das. Okay, wir haben hier noch. Okay, das passt. Dann gehen wir so ins Spiel und schauen wir mal, was wir nun erreichen können. So, wieder ein Heimspiel. Können wir wieder Punkte holen? Gegen Medenach wird es natürlich schwierig, die noch voll im Aufstiegsrennen sind. Amodio mit dem Freistoß. Gibt es die erste Torchance? Oh, gute Möglichkeit. Gute Möglichkeit hier von Amodio. Gefährlicher Schuss. Sie grießt aber dann und daneben das Tor. Olesen. Schlechter Ball. Ahmed. Ahmed Bortalo. Der auf Almeida. Aber Almeida trifft dann nicht. El Pes.
Oh, Glück gehabt. Viele Kopfbälle. Und ich dachte mir schon, der kommt nochmal in die Mitte und dann ins Tor. Freistoß neben das Tor, Glück gehabt. Amodio auf Gomez. Gomez in die Mitte, aber da findet er keinen Mitspieler. Thiel. Welpes ist aber zur Stelle und kann zur Ecke klären. Und der Tabellenletzte führt aktuell und kann somit an uns vorbeiziehen. Gegen Rossport führen die aktuell. Was war dann das für ein Spiel? Lima verschießt da sogar noch einen Elfmeter. Oh, und dann Eckeberg hier mit dem Kopf. So, dann lasse ich wieder die Spiele durchlaufen. Das geht einfach nicht so mit dieser Leistung. Och, und Rossport verschießt zwei Elfmeter. Die spielen natürlich jetzt auch nicht gerade für uns. Indem sie zwei Elfmeter verschießen, hätten sie lange schon wieder die Führung übernehmen können. Und jetzt auch noch mit dem 4:2. Welpes. Natürlich schön, dass wir nur 1:0 verlieren und nicht komplett abgeschossen werden, wie in den früheren Spielen, oder 2:0 verlieren. Medina hier mit dem Distanzschuss noch zu Resultatkosmetik, dem 2:0. Das hätte alles nicht sein müssen.
Und jetzt war das Mikrofon ausgeschaltet schon die ganze Zeit, Entschuldigung. Ich habe vielen Vereinen halt gesagt, sie wollen, sollten mir einen Trainerschein machen. Und wenn nicht, dann bin ich nicht bereit, hier weiter zu schauen. Das wäre die zweite Liga in der Schweiz. Zweitletzte aktuell. Hat eine gute Trainingseinrichtung eigentlich. Einfach auch nicht viele Zuschauer. Wir schauen mal, ob das etwas wird. Ja, das können wir schon. Komplett umkrempeln. Okay, das ist schon mal gut. Die würden das dann bezahlen. Okay, aber dann die Nachwuchsrekrutierung nicht. Dann wird das auch nichts mit diesem. So, neues Jobangebot, Division 1, das lehnen wir konsequent ab. Ich werde mal bis zum 1. Dezember weiter simulieren. Okay, IFK Lühele. Die spielen in der. Da. Dritthöchsten Liga, glaube ich. Okay, sind abgestiegen aktuell gerade. Das heißt, sie spielen dann hier. Hätten wir einige Spiele zur Verfügung. Das wird nichts hier. Soll ich hier nach Schweden? Wir sind natürlich gerade abgestiegen. Habe eigentlich nicht so groß Interesse daran.
Okay, Luzern feuert auch ihren Trainer, beziehungsweise haben schon wieder einen neuen Trainer. Malms Vertrag ist ausgelaufen bei Eskilstuna. Unsere ersten Station. Somit sind wir jetzt am 1. Dezember angekommen. So, dann haben wir noch einige Antworten. Bei Bewerbung bei Ajax ohne Erfolg. Wir werden uns mal noch überall schnell bewerben und dann damit auch die Folge wieder beenden. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt entlassen worden sind und nun einen neuen Verein suchen müssen. Das machen wir dann gemeinsam in der nächsten Folge. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und bis dann!